und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich etwas Salziges, total Einfaches und sehr Gesundes. Perfekt für das Frühstück, zum Abendbrot oder einfach so als Snack, wenn ihr mal Hunger habt. Und zwar mache ich heute ein veganes Rührei. Das ist super einfach gemacht. Und das Coole daran ist, es ist aus Tofu. Und Tofu ist ja sehr, sehr lange haltbar im Kühlschrank, anders als ja Eier. Und das finde ich immer richtig genial, dann kann man das gerade auf Vorrat im Kühlschrank haben und muss nicht überlegen, ach nee, ich habe jetzt ja gerade gar keine Eier zu Hause, sondern es geht ganz einfach dann so. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für euer veganes Rührei braucht ihr Tofu und zwar habe ich hier einmal den schnittfesten Tofu, also den harten Tofu. Und den werden wir als erstes zerkleinern und zwar mit Hilfe von einer Gabel. So, wenn der Tofu dann jetzt zerkleinert ist, dann mache ich weiter und zwar gebe ich ein bisschen Rapsöl in meine Bratpfanne. Dann habe ich hier noch Zwiebeln klein geschnitten. Ich habe jetzt hier eine Schalotte verwendet. Da könnt ihr natürlich auch andere Zwiebeln verwenden. Oder was auch super, super lecker ist, ist natürlich frischer Schnittlauch. Den habe ich jetzt leider aber nicht da. Deshalb mache ich das mit der Zwiebel. Das finde ich auch super lecker. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kurkuma-Pulver und zwar ist das ja für die gelbe Farbe, damit es auch wirklich nach Ei aussieht und ist außerdem super gesund. Und immer wenn man Kurkuma verwendet, dann muss man auch schwarzen Pfeffer oder Pfeffer halt verwenden, damit das die Wirkung dann entfalten kann. Denn nur so können wir dann diese guten Stoffe, die der Kurkuma hat, aufnehmen. Und generell geben wir ja sowieso zu unserem Rührei auch ein bisschen Pfeffer. Wenn euch das Rührei dann ein bisschen zu hart ist und ihr lieber so ein flüssigeres Rührei haben möchtet oder von der Konsistenz ein bisschen weicher, ist es gar kein Problem. Ihr könnt dann einfach ein bisschen Hafermilch zum Beispiel hinzugeben oder Mandelmilch, einfach eine pflanzliche Milch, die ihr gerne habt. Oder zum Beispiel auch Sahne, also Hafersahne, Sojasahne oder zum Beispiel auch Joghurt, also Sojajoghurt oder so. Das gibt dann ein bisschen Feuchtigkeit in den Tofu hinein und macht den eben weicher und dann habt ihr wieder diese Ei-Konsistenz. Und als letzte Zutat, eine ganz außergewöhnliche Zutat, habe ich hier neulich eben ausprobiert. Und zwar ist es ein spezielles Salz. Es heißt Kala Namak Salz. Und zwar schmeckt das nach Ei. Also das ist ein Salz, das ist hier so schwarz-lila. Und das schmeckt wirklich verrückterweise nach Ei. Also wenn man einfach das so pur probiert, purer Eigeschmack. Das heißt, für alle Veganer oder die nicht so oft gerne Ei essen möchten und so weiter oder das nicht vertragen, ihr könnt diesen Eigeschmack mit Hilfe dieses Salzes einfach herbeiführen sozusagen, ja? Und es einfach auf die Speisen geben, wo ihr gerne Eigeschmack haben möchtet. Und es ist sensationell, es ist wirklich unglaublich. Ich konnte es selber nicht fassen. Also das würde ich euch empfehlen, dann zu kaufen und es mal auszuprobieren. Ihr werdet wirklich überrascht sein. So, und so schnell ist mein Rührei also schon fertig. Veganes Rührei, richtig lecker, mit Eigeschmack durch Kala Namak, wenn man das so richtig ausspricht. Also richtig genial und wie gesagt, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier noch solche Toastbrötchen getoastet und jetzt gebe ich mir das oben drauf und ich finde, das ist dann ein leckeres Frühstück oder eben Abendessen oder einfach mal so, wenn man Lust hat, irgendwie nicht so viel essen möchte, nur was Kleines. Hat viel Proteine, also was will man mehr? Natürlich könnt ihr auch noch dekorieren mit verschiedenem Gemüse, zum Beispiel Babyspinat oder eben noch frischen Schnittlauch drauf tun. Was ihr möchtet, könnt ihr verschiedene Sachen ausprobieren. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr probiert es mal aus. Schreibt mir mal, ob ihr das Salz gekauft habt und mal ausprobiert habt. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr mich hier Kommentare auf YouTube hinterlasst oder auf meinem Blog www.fraujanik.com. Dort findet ihr wie immer auch alle Mengenangaben zum Rezept. Oder wenn ihr mir Fotos schickt und wie immer geht es am einfachsten bei Instagram, da am besten den Hashtag Fraujanik benutzen oder @fraujanik, dann kann ich das nämlich sehen. So, ich freue mich jetzt hier meine Toasts aufzuessen. Davor muss ich sie natürlich noch fotografieren, also muss ich schnell machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.